Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition beim Beagle. Der kleine Mann da hinten ist sehr creepy. Oder kleine Frau. Egal, aber es nickt mir manchmal zu. Der nickt mir zu. Da seht ihr, er nickt. Er scheint sehr selbstzufrieden da oben an seinem Kaminsims zu sein. Tja. So, wir sind hier immer noch gefangen in. Was? Wo geht's denn hier lang? Kann ich die Putt machen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, ne? Sag mal, bist du im Weg? Oh, okay, das erklärt's. Das erklärt's. Versucht. Jetzt muss ich ernsthaft doch noch mal Heilung einschmeißen. Schöne Scheiße. Sag mal, dass es hier noch irgendwo rumliegt. Nö, Leute, jetzt müssen wir damit leben, dass ich doch nichts. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt wieder raus. Die ist wieder am Verhungern. Also ich finde, ihr solltet mir jetzt noch mal alles geben, was ich brauche, weil ich habe es aus Versehen weggeschmissen. Help me. Help me. Kann man bitte auch mal den Gegner treffen? Das wäre ganz nett. Die geben mir gar nichts. Toll. Wo bin ich hier überhaupt? Und was will ich hier? Und überhaupt? Ich meine, Leute, zwei Teile. Ich will nur zwei Teile haben. Und ah. Da wurde Eispickel aber nicht erfunden. Nie und immer. Jetzt können wir das Profiling starten und uns das Endergebnis angucken. Müsste dann jetzt die Anderswelt nicht vorbei sein? Da kommt doch 100 pro der Killer wieder um die Ecke, ja. Ich will nicht wieder vor ihm wegrennen. Konnte ich jetzt gar nichts machen, Leute? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist sehr nah. Oh Gott. Gut, dass ihm das auffällt, Leute. Ich muss doch nur da durch. Habe ich zumindest. Habe ich es jetzt geschafft? Oh, ja, ich bin wieder in der normalen Welt. Adieu, Anderswelt. Ob der wohl einfach Halluzinationen hat?
Das ist sehr pietät und makaber. Pietätlos That's und one makaber. Bizarre setup. Sag ich doch. Whoever made this must be crazy. Sag ich doch. Und warum machen wir das jetzt? Was? Die Tür geht davon auf? Das ist doch bescheuert. Oh, guckt ihn euch an mit seinen großen Äuglein. Wer macht sowas? Sagen wir jetzt nicht, ich bin wieder in der Anderswelt. Das wäre grausam. Ich will nicht wieder in der Anderswelt sein. Wir haben die Bumsbude gefunden. Okay, so it's not bonus footage. It's still part of the main feature. The perpetrator is exactly who I thought it was. First things first. We'd better let poor Nick go. Wow, Thomas. Das war jetzt ein bisschen bitter, ne? Will der jetzt seine Schwester umnieten, oder wie? Sterben auch wirklich nach Alphabet, fällt mir gerade auf. Anna? Ah ne, Carol lebt noch. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Boah, hast du einen an der Klatsche. Nicht, weil er Frauenkleider trägt, sondern einfach, weil er so einen an der Klatsche hat, ne? Grausames Gerät. Ich habe 6 Tode in diesem Kapitel gehabt, da reden wir nicht drüber, ne? Ich hoffe, die gute Emily rettet uns vielleicht. Episode 3 abgeschlossen. Na dann. Der legendäre Wurm. Previously during the investigation. Okay then, Zack. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. And that one. And that one too. All red seeds. Welcome, York. The killings 50 years ago. There is something about it that you won't find written in those files. The people were attacking and killing each other. Rampaging as though insane. Quite a story. York, I told you, it's nothing more than local folklore. What does that all mean? It's called the legend of the new raincoat killer. York, we found Thomas. Ich habe ihn auch gefunden, okay. Und es tat echt weh. So it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Perpetrator is exactly who I thought it was. Aber es kann doch nicht wirklich
Thomas. Oh Gott, mit der kleinen Putschefäckchen. Come on, boy, or it'll be too late. Alter, wie soll er denn mit seinen kleinen Patschefütchen hinterher, Mensch? Das ist aber auch Patsch, 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 Patsch. Ich lasse mich jetzt mal ausgeblendet. Das sieht aus wie York, oder? Aber vielleicht sieht er seinem Vater auch noch echt verdammt ähnlich. Es muss so gemein sein, wenn man Kinderbeine hat und einfach bei einem Erwachsenen noch nicht mehr Schritt halten kann, wenn er nur normal läuft. Dad! Dad! Come on, boy, or it'll be too late. Alter, ich hab dich gleich aufgeholt. Pass mal auf, dann trete ich den so hinten rein. Ich bin so nah dran. Komm schon, rennen! Jetzt reiß dich mal am Riemen, du Rotzlöffel. Lauf! Ich bin doch fast da. Wollen die mich verarschen? Alter, ich bin auf der Überholspur. Dad! Dad! Come on, boy, or it'll be too late. Ich bin auf der Überholspur. Jetzt werd du scheiß Erwachsener nicht noch schneller. Ist unfair. Muss ich den irgendwie antippen oder so? Ne, jetzt habe ich wieder... Jetzt ist er weg. Er hat sich verkraftet, dass der kleine Junge mit dem kurzen Bein ihn überholt hat, werden. Dad! Dad! Come on, boy, or it'll be too late. Eine Karte für mich? Brian Xander Morgan, das ist sein Vater, in der Tat. Aber der sah ihm nicht wirklich ähnlich, nur von hinten. Das ist der Anzug gewesen. Warum hat der überhaupt einen Schlafanzug an? Leute, was sind das für schlechte Eltern gewesen? Das geht in eine Richtung, die ich nicht befürworten kann. Der Hund auch? Wir haben ja gerade andere Schwierigkeiten. Oh, jetzt wird es langsam sehr creepy, Leute. Warum ist Anna manchmal blond und manchmal braunhaarig? You are waiting here for someone, aren't you? The person you are waiting for will be here soon. Hm?
Grandpa, hey! Oh, Emily. Sorry, my dear, I must have fallen asleep. Das ist Yorks Stimme. That's enough napping for today. Tell me the rest of the story. Yes, of course. That was our promise, wasn't it? Before I continue on, though, I've got a little gift I want to give you. Wow. It's pretty. Consider it a protective charm. Like a signpost. It will help to lead you through your life. A signpost? One day, my dear, you will find out one of the truths of this world. That the world is filled with contradiction and inequality. When that day comes, how you respond, what do you do, that will be the instant that determines the value of your life. This pendant will show you the way in that moment. The value of my life? Yes, dear. The value of your life. I have faith that you will grow up into a woman who can make the right choices. Do you understand, Emily? We come toward the climax. As the angel said, I was soon fated to meet him. What do you think of those dreams, Zach? So I do care for Emily. What about you? We should take this opportunity and talk about this a bit. Sollten wir uns nicht lieber befreien? If I hadn't seen Yor come into the bar, well, you wouldn't have found this place, would you? Now, how about that? I guess I've always been lucky when luck was needed. That's why I've been able to stay in business, too. Although we have Willie to thank for finding this room, I suppose. He's got a great nose. Clever, too. He'd be a great businessman if he wanted to be. I owed you guys one anyway, and I owed York big time, too. You guys didn't tell anyone about that whole thing with Diane. I want to help you guys out. Is there anything I can do? Kaysen, I appreciate the offer. But this is a police matter. You can leave everything to us from here. Oh, well, okay. George, look. These cigarettes, they're the same brand that York smokes. He's definitely been here. Carol's been missing since the bar closed last night. This town will be deserted if this keeps up. What do you think is really happening here in Greenvale? Emily, let's focus on looking for York. I just hope there are more leads than a cigarette butt around here. Of course! You can track his scent, can't you, boy? What do you think, officers? Let him help you out, why don't you? Oh, he'd make a fine police dog. I told you, we don't need... Sounds good, Kaysen. We need all the help we can get. Come on, George, let's let them help us. But they are civilians. Do you have a better plan? As we speak, York might be... Oh. Sie mag ihn doch. Nach all dem Hate, den wir abbekommen haben. All right. Let's have them help. Thank you, George. But one thing. With York missing in action, I'm back in charge. York would give me hell if something bad happened to you guys. So promise me you'll call for backup at the first sign of danger. Yes, of course.
Wen spiele ich denn dann jetzt? So I'm going to look around a bit longer. You go with Kaysen and follow York's trail. Thank you, George. We're counting on you, boy. Das welcome to the wirklich. Forest, Deputy Willy. Let's get rolling then. Okay, I'm counting on you, Willy. Oh, not counting on me though, are you? Sheesh. Ich bin Emily. Okay. Emily ist deutlich sportlicher als York, aber sie raucht vermutlich auch nicht. Meine Nase ist verstopft, das triggert mich ein bisschen. Dass Kaysen hier überhaupt mit dem Hund mithalten kann. Höchsten Respekt, dass Emily den nicht überholen kann, ist eigentlich die traurige Wahrheit dahinter. Ja, dachte ich mir schon. Junge, ich bin bei dir. Gib mir meinen York wieder. Aus Emilys Sicht betrachtet. Und wehe, du findest jetzt nur einen Knochen. Wie er sich an die Straßenverkehrsordnung hält, das ist ein artiger Hund. Wir alle folgen gespannt dem Hund hier. He can be a little selfish, but he's a good dog. He stayed with me all this time, through all the good and the bad. How long have you been together? Oh, we go back a long time. I can't even remember a time when he wasn't around. I had a dog when I was small, too. He was a beagle, so we named him Bee. Stupid name. Sie hat einen he hated being left alone and always followed me around. Zehn Sympathiepunkte für Emily. Anything, even things I couldn't tell my parents. He'd look into my eyes and listen intently to anything I had to say. It's like he sympathized, and he didn't make fun of me. He would just listen. When I was done talking, he'd put a paw on my thigh. My worries just faded away when he did that. Made me feel like I was just a fool for worrying so much. Dogs are great that way. Oh, yeah. Sometimes I think they got a lot more wisdom than us humans. True. Even if they are betrayed, well, they don't see it that way. Sure sounds foolish, but you know dogs, why they're always happy. I'm positive that even if man perishes off the face of the earth, dogs, why, they'll just carry on, regardless. They see everything, you know. From their dog houses, they look out and they see what humans do. Kaysen. Oh, look, Deputy Willie's calling for us. He's always like that. Let's get back to the chase. Okay. Whoa.
ich nehme mal an, unser das lila Ding da ist unser Ziel. So sieht's halt aus. Kumpel, was? Thomas, I know that you're there. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now. And you and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. York, have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, I've tried not to care about anyone so deeply. But recently, that way of thinking has changed. Emily, right? She's a nice girl. But I must warn you, York. You'd be better off not falling in love with her. Warum? Thomas, considering the circumstances, whatever I say might not be important to you, but I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. York, I think I've said too much. It's natural to respond when someone talks to you, I guess. Everything will end tonight. You just stay there until then. Hätte ich jetzt irgendwas machen können? Vermutlich nicht, ne? Wo bin ich denn hier? Ich wäre echt schlecht darin, Geräusche zu erkennen. Puppe, die durch Umdrehen das Wetter vorhersagt, habe ich noch nie gesehen. Ich bin schneller als der Hund. Jetzt bin ich wieder hinten dran. Naja, egal. Sag mir nicht, wir gehen zum Sheriffs Büro. Die Schule? Da ist das Auto. Wenn da was geht. Das ist doch Carols Auto, da bin ich mir sehr sicher. Jetzt sind wir mit Emily in der Anderswelt. Der ist im der war so dreist und ist ins Sheriffs Büro gegangen. Really? What's wrong? Something's bothering you. Oh no, it's just... I promised to have tea with Polly. I just remembered. What's that got to do with anything? Yep, you're right. This just isn't the time, I know. Well, but it's... Well, she reminds me of my mother who passed away. Kaysen. I've been a salesman for a long, long time. I never had time to talk with my Leute, mother, you know. Sales! Die haben mir was von ewigem Leben und so gesagt. What happened? This was ist, wenn der von damals ist, der Soldat, even when she wirklich. Was sick, I put more energy into my work, which I regret now. And you know, when I heard she died, I was on my way home, all happy. I closed a big deal in Jersey. Just when you want to give something back, you got no one to give it back to. Well, that's when I met her, Polly. I thought heaven had given me another chance. I really did. So I always stay in that hotel whenever I come up here. Oh, sure, the rooms are great, but in all honesty, I go there because I want to talk with Polly. Does Polly know all this? No, no way. I'd never say anything so embarrassing to her. She'd think I've got some crazy mother complex or something. Oh,
Right, let's get going. Deputy Willie disapproves of any chit-chat. I'll make it up to Polly some other time, I guess. Dann schlag mal an, Willie. Also irgendwas sagt mir, dass sie das ewige Leben vielleicht sogar rausgefunden haben, dass Cason einfach wirklich der ist. Der hat ja immer diese Pflanze dabei. Vielleicht hat der Samen was damit zu tun, dass das ewige Leben auch bleibt. Ich wollte doch jetzt einen Cut machen. Dammit. Zach, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here in the countryside. Don't you think so, Zach? Ugh! Which reminds me, there's another great cook in town. To fall in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? That coffee she made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zach. Jetzt bildet er sich Emily schon ein. Okay. Ich kann als Emily lustigerweise auch nicht speichern, ne? Okay. Ich habe das Gefühl, der bringt der schickt uns einfach durch die ganze Stadt durch. Jetzt sind wir schon wieder hier. Hund, weißt du überhaupt, was du erschnüffelst? Ich bin mir da nicht so sicher, ne? Was? It's only a hunch now, but I don't think Nick killed Diane. What do you mean? Me and Diane, we were, you know, pretty close. I'm sure some people might have moral issues about it all, but I'd like to think that I knew her pretty well. Every time we finished talking, she'd bring up art. I'd make a face, you know, boring. And she'd always say, "You're so different from Nick. He's so much more intelligent." Sounds like something she'd say. Nick was one of the few people who she could talk to, you know. And vice versa for Nick, I suppose. Diane also told me that she was best friends with Nick. He'd have nothing at all to gain by killing her. I can't believe that one would try to kill the other. I just can't. But even the best of friends can end up in the worst fights. Still, the voices and footsteps I heard that night, they were something else. Much more violent, more horrifying. Diane's voice sounded different, too. Different? Hard to explain. Of course, I couldn't make out what she was saying. You told York all this? Of course I did. What did he say? I know, that's fine. Something like that. Let's go then, and catch Diane's killer. Ich weiß ja nicht. Geht weiter. Oh Gott. Ich frag mich halt, hat sie auch so einen Gedankenraum? Nee, sie hat den gleichen. Ich würde gerne wissen, in welchem Kapitel ich bin. Oh, es gibt nur noch einen. Ich habe so viele Sammelkarten nicht.
Ich wollte gar nicht so lange überziehen, aber wir rennen ja hier uns die Seele aus dem Leib, um York zu retten. Ich muss bitte da so putzen, Leute. Zack, about Emily. Don't you feel almost nostalgic looking at her? I don't think I've ever felt that way looking at a woman Aww. Before. No, I'm wrong. It's a long time ago now, though. Do you remember that incident, Zach? Ich hoffe, du redest nicht von deiner Mutter. I was surprised when she came to my hotel room. Not in a funny way, don't get me wrong. It was really exciting, though. I thought I heard my heart thumping inside, you know? It's inappropriate during an investigation. Ach komm, man darf sich verlieben, das ist nicht verboten. Leute, ich muss jetzt hier einen Cut machen, das wird mir hier zu lang. Irgendwie macht der Hund so viel Zwischenstops, dass ich mich echt fragen muss, was mit dem Hund falsch ist. Ja. Also meine Lieben, ich mache hier einen Cut rein, habt einen schönen Tag und haut rein!